darf Sie recht herzlich begrüßen auf dieser Tour durch die Wirtschaftsmacht von nebenan, das Handwerk. Wir haben ja heute nur einen kleinen Abriss, einen kleinen Ausschnitt des Handwerks, das wir uns mal so ein bisschen anschauen wollen, auch hinter den Kulissen. Rolf Schneider, Präsident der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, stimmte ein auf eine Bustour am zweiten bundesweiten Tag des Handwerks. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung haben drei Handwerksbetriebe aus der Region Lüneburg besucht. Bei Bäckerei Heiden in Wittorf durften die Teilnehmer die große Backstube besichtigen. Das Arbeiten mit hochwertigen Rohstoffen steht für die Bäckerei im Mittelpunkt. Betriebsinhaber Frank Heiden erläuterte verschiedene Prozesse im Bäckereialltag und lud zur Diskussion über Ausbildungsbedingungen ein. Mit dem Bus ging es weiter nach Adendorf. Dort wurden die Tourteilnehmer von der ansässigen Handwerkerschaft begrüßt. Auf dem Hof der Zimmerei Mark Holzbau hatten sich einige Betriebe präsentiert. Uwe Mark beantwortete Fragen zum ökologischen Holzhausbau. Mit einem Kran ließen sich Tourteilnehmer in die Höhe ziehen, bevor es weiterging zum dritten Betrieb in Lüneburg. Der Steinmetzbetrieb Menke Naturstein bot stellvertretend für die zahlreichen kreativen Berufe im Handwerk einen Einblick in die Kunst der Steinbearbeitung. Meister Rainer Menke und sein Team zeigten die Vielfältigkeit von Grabmalen und Gestaltungsmöglichkeiten in ihrem Handwerk. Einige Gäste versuchten sich im Schriftenhauen mit Hammer und Meißel. Von der präsentierten Vielfältigkeit des Wirtschaftszweigs waren alle Tourteilnehmer begeistert.